Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. So, wir hatten ja in der letzten Folge den Schlüssel geholt und so weiter und hier die Jahreszahl an der Mauer entdeckt. Das soll ja der Code sein, damit wir oben durch die Tür kommen. Und 1623 funktioniert nicht. So, nachdem ich mir jetzt den Code aber nochmal genauer angeguckt habe, glaube ich, dass die 6 eine 9 ist. Weil die ist halt so versetzt. Ne? Wenn man die dann passend zu den anderen Zahlen drehen würde, wäre es dann eine 9. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Das wäre dann 1923 und nicht 1623. Wir schauen mal, ob ich mit meiner Vermutung recht habe. Aber das kann ja nur so sein. Weil andere Zahlen gibt es hier am Gebäude nicht. Ich habe da nochmal alles abgesucht offscreen. Und ja, das ist mir dann halt aufgefallen, dass die 6 halt da so ein bisschen versetzt ist. Und dass das auf eine auf dem Kopf stehende 9 sein könnte. So, wie gesagt, wir versuchen es mal. Also, dann hätten wir nicht 1623, sondern 1923 und bin drin. Jawohl. Der Code ist richtig. Wieso komme ich da denn jetzt wieder nicht weiter? Also dieses Reliktgebäude, das beschäftigt uns jetzt schon die zweite Folge. Wieder das Theater mit dem Seil, ne? Ich glaube, man muss wieder wirklich ganz genau drunter stehen, um hier rüber zu kommen. So nervig, ne? Das war mit dem anderen Seil auch schon so blöd gemacht. Da gibt es ja noch eine andere Seil, wo man hier hochklettern kann. Nee, ne? Die einzige Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Stand da irgendwas mit E oder so? Muss ich da eine Taste drücken? Es muss das Seil sein. Mit dem Seil kommen wir darüber. Das hätten sie aber auch ein bisschen besser machen können hier, ne? So. Okay, wohin jetzt? So, erstmal hier die Öffnung reinmachen. So, dann kommen wir hier auf jeden Fall schon mal wieder ohne Probleme rein. So, aber ich meine, ich hätte hier noch irgendwo eine zweite Sprengblume gesehen. So. Nur noch. Ah, nee, ne, Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Ich glaube das ja wohl nicht. Ey, jetzt muss ich echt den Waggon. Na gut, ey. Das Ding muss hier rüber. Ja, jetzt können wir das Ding wirklich wieder bis nach hier ganz hinten ziehen, die Weiche stellen.
wir haben ja nichts Besseres zu tun hier. Ach, wieso schieße ich denn immer die guten Pfeile? Ja, noch ein Stück. Reicht das schon? Ich probiere mal. Ah, nee, ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Kleines Stückchen müssen wir noch. Okay, die Schienen sind auf die Kurve ausgerichtet. Okay. Okay. Okay, uns gehen die Rohstoffe aus. Aber egal, da kümmern wir uns später drum. So. Geschafft. Okay, ich habe das Relikt. Ich behalte das lieber. Vielleicht kriege ich später raus, was ich damit mache. Da müssen wir aber auch noch rüber, ne? Irgendwie. Wenn wir die Kiste haben wollen. Ich meine, wir haben uns jetzt hier so rumgequält, hier rüber zu kommen. Dann gucken wir doch mal, ob wir die Kiste nicht auch noch irgendwie kriegen. Na gut. So. Geht doch. So, damit hätten wir das Relikt hier auch abgeschlossen. Hoffe ich. Ja, ist grün. So. Ja, da ist ein Jagdgebiet. Da will ich noch nicht hin, das mache ich später vielleicht mal. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung und dann hier und wie gesagt, dann arbeiten wir uns hier weiter hoch. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier noch ein paar Rohstoffe kriegen, ne? So, da die Richtung muss ich. Ich sollte mich noch mal umsehen, bevor ich gehe. Vielleicht gibt's noch etwas Interessantes. Ich könnte Schockmunition benutzen. Wenn hier noch was Interessantes wäre, würde das doch auf der Karte angezeigt werden, oder? Das Einzige, wo was war, war hier hinten. Da schauen wir noch mal eben. Da hat der Fokus irgendwas angezeigt. Ah, okay.
So, ja, das könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich scroll mal wieder langsam durch. Das könnt ihr ja zwischendurch auf Pause stellen. So. Scharfe Klauen und bis an die Zähne bewaffnet. Zum Töten erschaffen. Zwar brauchen wir Heilung hier, da haben wir so gut wie gar nichts mehr von, sehe ich gerade. Die haben mich schon gesehen. Der hat mich gesehen, ne? Scheiße! Falsche Waffe ausgekommen hier. Wir nehmen den Speer. Ach Mist. Maus verrissen. Oh, was für Feigling. Jetzt haut er ab, ey. Ich glaub das ja gar nicht. Wo ist er hin? Der feige Hund. Oh, was ist das denn hier? Munition kann ich nicht schießen. Keine Munition mehr. Ach, da muss ich auch noch nachladen. Dann nehmen wir die anderen, die normalen Pfeile hier. Stufe 21 erreicht. Och, jetzt nervt ihr nicht auch noch. Ich glaube, das waren alle, ne? Da liegt noch was. Jetzt!
Die behalte ich als Vorrat. So, jetzt schauen wir uns erstmal bei unseren Waffen nach hier. Nichts mehr herstellen, ne? Da fällt auf. Oh Mann, wir füllen so viele Mats. Ich glaube, ich muss mal offscreen wieder Materialien sammeln gehen. Mache ich dann nach dieser Folge. Mit den Pilzen kann man hier nichts anfangen, doch. Pfeifferpilz gibt nach einem Schlag eine... Achso, die Bärwolke ab. Dann müsste eigentlich so eine Rauchwolke dann... Genau. Dann ist man unsichtbar. Sozusagen. So. Heilung noch mal schnell auffüllen. So, nur eine Heilpflanze, dann sind wir wieder voll. Da ist doch noch eine. So, jetzt sind wir aber wieder voll. So, ein Fragezeichen. Okay. Wasser. Wasser ist mir ja nie geheuer, ne? Ganz ehrlich bin. Ich glaube, wir müssen sogar hier durch, so wie das aussieht. Lass dich doch fallen! Wir probieren's. Da sind wir, glaube ich, gekommen. Ne? Da müssen wir nach hier weiter. Auch noch mal eben auf die Karte. Nee. Oh Mann, das ist ja das reinste Labyrinth hier. So. Drehen wir es mal in die Richtung. Da ist aber auch was. Ne? Ist denn da auch ein Durchgang? Nee, ist nur der hier, ne? Okay. Das gibt eine gute Farbe. Jetzt sag nicht, du kannst ja nicht weiter hochklettern. Ja. Ja, nicht.
So, hier scheint ein Dorf zu sein oder ein Außenposten. Schauen wir doch mal eben rein. Da haben wir noch Vorratslager da, dann können wir euch unsere Mats wieder so ein bisschen auffüllen. Ein Unterschlupf. Naja, ich kann nun mich ausruhen und meine Ausrüstung überprüfen. Ah, da muss doch eine Vorratskiste sein, ne? Wenn ich meine Ausrüstung da auch überprüfen kann, schauen wir mal. Jo, ist sogar. Und ein Feuerchen, erstmal speichern. So. Rohstoffe auffüllen. Dankeschön. So, und das gemacht. Dann müsste eigentlich alles aufgefüllt haben, ne? Schauen wir mal nach. Die können wir wieder bauen, jawohl. Nochmal alles voll hier. Gut, dann gehen wir nochmal an die Kiste ran. Oh ne, erstmal nachladen. So. Dann gucke ich jetzt nochmal nach hier. Okay. E. Und dann nochmal alles nachfüllen. So. Dann gucken wir nochmal eben an der Werkbank. Da, was haben wir denn hier? Stachelholzer. Erhöht die Menge an Stachelwerfermunition, die getragen werden kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, schon mal zwei mehr. Das haben wir hier. Fallenherstellung. Achso. Aber das auch voll. Outfits. Das ist das Outfit, was wir tragen, ne? Ne, wir bleiben bei den Nora. So. Ja, okay. Da dürfen wir noch nicht. Gut, dann müssen wir aber jetzt noch mal so Waffen eben nachgucken. Den müssen wir upgraden. Den Bolzenschießer, der gefällt mir wirklich sehr gut. Okay, mehr geht leider im Moment, glaube ich, nicht. So. So, noch mal alles Mögliche aufgefüllt und dann sind wir jetzt aber wirklich startklar, ne? So. Also bis nach hier oben wollen wir in der Folge auf jeden Fall noch kommen. Ist es leicht. Sagt, Heilpflanzen müssten voll sein, ne? Ja. Ich weiß, ich habe ein Reittier, aber ich habe die Erfahrung gemacht, sag ich doch, jedes Mal, wenn ich das Reittier rausholen will, gibt es Action. Lass
Lass sie nicht unser Zuhause schänden! Beschützt bloß Lee! Wehrt euch! Lasst sie nicht durch! Ein bisschen aufräumen hier. Da lebt doch nicht. Ich dachte, da lebt nur einer. Spart euch euer Lächeln für zu Hause. Die Tenakt verstehen nur Stärke. Und die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wiederkommen. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Ich will, dass alle den Pass verteidigen! So, auf ein Wort machen wir gleich. Och, hier muss doch noch was zu looten geben. Wo ist denn der ganze Loot hin? Deine Krieger sind... Frisch wie der Frühling? Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Und wenn sie Maschinen mitbringen, dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Karcha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Wo führst du mich hin? Ah, zum Lagerfeuer, das finde ich gut. Hier können wir frei reden. Dann lass uns reden. Und? So. Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Voss, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten sehen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Voss ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen, kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Und man weiß von deiner Meinungsverschiedenheit mit dem Chor. Ich weiß, was dieser Ort deinem Volk bedeutet. Aber die sind mehr und besser bewaffnet. Ihr könntet gehen, dann werdet ihr sicher. Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen. Im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Okay, der Samen der Tochter. Mein Beileid zu deiner Tochter. Die Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der von meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Utaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben.
denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Warum ist der Pfad hoch zum Trommelwurz so gefährlich? Diese Höhle versunkener Gänge und Abgründe können nur die Besten durchqueren. Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslied und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Was genau ist deine Aufgabe hier? Ich bin der Metallweber von Flusslied. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Sie sind schwer einzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben sehr gering. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Fast geschafft. So können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Auf ein Wort, Aloy. Ja, wir sollen wieder mit Tenakt sprechen. Okay. Wer ist es? Hast du vielleicht noch Fragen? Tenakt sei schon. Nö, wir haben alles soweit geklärt. Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Okay. Ist wahrscheinlich den Pfad hier hoch, ne? Vorsichtig, Fremde. Diese Felder leiden unter der Plage. Tachien! Tachien! Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Irgendwie da hoch. Huh.
Wieso gleitet der denn nicht? Geht nur mit Gleiten, kommen wir hier rüber, glaube ich, ne? Ach komm, shit, warte auf die Kiste, ey. Ich glaube, hier komme ich wirklich nicht durch. Es gibt wohl keinen einfachen Kletterweg nach oben in die Höhle. Aber wenn es hier Tunnel gibt, könnten unter Wasser auch welche sein. Vielleicht führen die zu einem Weg in diese Höhlen da hoch. Ja, okay. Diese Wunden stammen von Maschinen. Ich sollte die Samentasche zu Q bringen. Sie bedeutet den Otaro wohl viel. Gräber. Die haben wohl auch Vaus getötet. Dazu. Jetzt irgendwie in die Höhle hinauf. Schildbügel hält. Oh. Ah, dann sind wir jetzt auf der anderen Seite, ich sehe es schon. Dann kannst du ja nur hier weitergehen, ne? So. Leiter ist auch perfekt. Jetzt, Leute. Leiter geht wirklich bis da unten, okay. So, dann müssen wir noch mal hier rauf. Nein!
Dann müssen wir uns das Zaun da oben noch mal genau angucken. So, das ist die höchste Stelle, aber dafür sind wir dann auch weiter weg, ne? Gibt es hier noch eine andere Möglichkeit? Von da sind wir gekommen, ne? Ah, guck mal eine an. So, hier kommen wir weiter. So, und jetzt müssen wir gleiten. Weil es so schön ist, gleich noch mal. Ja, die Folge heute wird wieder etwas länger. So, was hatte ich gesagt? Hier rüber gleiten und aufhören, aufhören zu gleiten. Schön gleiten. Ach, Alter, das gibt's doch nicht. Und so eng ist. Vielleicht schaffe ich es auch mit einem normalen Sprung darüber. Wie weit ist das denn von hier? So. Ist das da hinten? Ist auch nicht viel weiter, ne? Ja, doch. Oh, das ist ja so gemein, ne? Ah, wir versuchen es mit einem normalen Sprung. Ich glaube, das klappt besser als übergleiten. So. So. Da geht's, da doch, da geht's weiter. Ich guck aber noch mal eben hier. Ne, hier ist nichts mehr. Ne? Nee. Echt jetzt? Und da komme ich doch, sozusagen. Wenn ich es richtig abpasse, könnte ich springen und mit dem Zugwerfer zur anderen Seite kommen.
doch gut aus. Das sieht sehr gut aus hier. Okay. Aber wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, hier. Da haben die sich aber eine schöne Kletterpartie ausgedacht hier. Fast geschafft. Geschafft. Wow, wir sind oben angekommen. Da hinten sind die Breitschlunde, wenn ich es richtig gesehen habe. So, mal eben einmal schauen, ob hier noch unter Wasser irgendwo was ist. Sind sie ja. Diese Schoten, die sie auswerfen, sind wohl die, die Q braucht. Sieht aus, als könnte ich sie einfach aufheben, wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Ich kann jetzt Gräber überbrücken. So, ihr Lieben, wie die ganze Geschichte hier ausgeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye. No matter what I try.